Und da sind wir wieder nach endlosen Abstürzen des Spiels. Ich muss nur mal von Anfang an spielen, um hierher zu kommen. Danach ging es hier erstmal 3 Stunden vorne am Ausgang bzw. Eingang zur Gruft nicht mehr weiter. Aber naja. Da komme ich nicht hin. Ich hoffe, wenn ich jetzt hier draufklicke, kackt's nicht ab. Dankeschön. Ich habe Rätsel 3 übrigens bei dem wiederholten Durchspielens oder bis dahin Spielens gefunden. Es war in dem Loch in dem Schiffswrack, was man mit der Feder raus hätte holen müssen. Ich habe gedacht, ich hätte den Nagel aufgenommen, aber der hat einfach nur das Rätsel versteckt. Ihr könnt es euch ja noch kurz anhören. Als Grundfeste der Macht er ward erbaut, das Volk seiner Last ehrfürchtig erschaut. Dem Fels entrissen mit Tränen und Schweiß, wie viel Blut vergossen, nur er es noch weiß. So. Aber wir spielen jetzt einfach weiter und hoffen, dass es nicht nochmal abstürzt. Was soll ich mit dem alten Ding? Sehe ich etwa wie ein Zimmermann aus? Es ist definitiv von den Tempelrittern, wenn ich das so sagen darf, mit der Truhe mit Kelch. Eine verzierte alte Holztruhe. Was soll ich mit dem alten Ding? Sehe ich etwa wie ein Zimmermann aus? So wird das nichts. Da ist nichts drin. Eine verzierte... Außer... Okay. Leider habe ich... Zur gleichen Zeit im Schloss. Aber trotzdem noch mal nachwissen. Es ist nur ein Thron mit Kelch dran, sonst nichts. Tatsächlich. Okay. Naja. Ich sollte allerdings mal kurz gucken, ob ich... Jo, ich habe was vergessen, als ich es noch mal bis dahin durchgespielt habe. Was ziemlich Wichtiges sogar. Ach, was soll's. Oh, okay. Ich denke mal, das war eigentlich nicht so geplant, dass der da steht. Obwohl man weiß es nicht. Von daher... Naja, egal. Crime Scene. Do not cross. Steht im Normalfall mit drauf. Der Polizist. Na, was vorgefallen? Danke, Sir. Sir. Da kann ich... Interessiert uns nicht mal die geringste Bohne. Und die köcht ganz locker weiter. Was können Sie mir über den alten Lord Everton erzählen?
Netter alter Herr war das, Sir, das können Sie mir glauben. Hatte für jeden immer ein nettes Wort übrig. Eine Schande, dass er von uns gegangen ist. Wir mochten ihn alle sehr gern, Sir. Was wissen Sie sonst noch über ihn? Der alte Mann war immer sehr verschlossen. Manchmal schloss er sich tagelang in der Bibliothek ein und kam nur zum Essen heraus. Fragen Sie mich jetzt aber nicht, was er dort gemacht hat, Sir. Wie gut kennen Sie eigentlich Lady Everton? Lady Everton? Sie hat grundsätzlich an allem und jedem etwas auszusetzen. Elizabeth, der Tee ist nicht vernünftig durchgezogen. Als wenn ich nicht weiß, wie man Tee zubereitet. Zum Glück hält sie sich nur sehr selten hier auf dem Schloss auf. Sagen Sie mal, wie lange arbeiten Sie eigentlich schon hier auf dem Schloss? Im Januar werden es 15 Jahre, Sir. Ich habe die Stellung damals von meiner Mutter übernommen, als sie in den Ruhestand ging. Ich komme später wieder. Bis dann, Sir. Darf ich nicht mitkriegen, wer verdammt nochmal sich da draußen erhängt hat? Keiner da? Hallo? Abgeschlossen, abgeschlossen. Aha. Hallo, du Butler, du. Ich möchte dich was fragen. Oh mein Gott. Wie ist Lord Everton eigentlich gestorben? Seine Lordschaft ist laut Aussage von Dr. Ward an einem Herzinfarkt gestorben. Wer hat den toten Lord gefunden? Das war ich, Sir. Halten Sie es auch für einen Herzinfarkt? Sir? Ich möchte wissen, ob Sie glauben, dass Dr. Ward mit seiner Feststellung, es handle sich um einen Tod durch Herzinfarkt, recht hatte. Ich bin kein Arzt, Sir. Allerdings gehe ich davon aus, dass Dr. Ward als Arzt wohl schon weiß, wovon er spricht. Ja, vermutlich haben Sie recht. Danke, Wilkins. Was halten Sie von Dobbs, dem Hausmeister? Sehr zuverlässiger Mann, Sir. Seit er hier auf dem Schloss beschäftigt ist, wurden von ihm viele nötige Reparaturen durchgeführt. Er versteht was von seiner Arbeit. Oh, Sie scheinen sehr viel von ihm zu halten. Wie ich schon sagte, Sir, ein sehr zuverlässiger Mann. Wie lange arbeitet er schon hier? Moment mal. Im Frühjahr müssten es 6 Jahre werden, Sir. Kennen Sie den Leuchtturmwärter? Nein, Sir, nicht persönlich. Dann und wann sehe ich ihn, wenn ich zum Festland herüberfahre. Wissen Sie denn, wie lange er diesen Posten schon innehat? Nicht genau, Sir. 2 Jahre werden es aber wohl schon sein. Was können Sie mir über Audrey Everton erzählen? Nette junge Dame, Sir. Immer freundlich und zuvorkommend. Das genaue Gegenteil der Mutter. Kam sie gut mit Lord Everton zurecht? Seine Lordschaft war ihr ein und alles, Sir. Sie schien mir auch die einzige aus der Familie zu sein, die ihm am Herzen lag. Kennen Sie den Anwalt, Mr. Wellington? Flüchtig, Sir, flüchtig. Er war das ein oder andere Mal mit Mr. Pendergast zu Besuch hier. Was halten Sie von ihm? Er scheint ein gewissenhafter Anwalt zu sein, Sir. Und sonst wissen Sie nichts über ihn? Nein, Sir. Sonst kann ich Ihnen nichts über ihn sagen. Wissen Sie von dem Inhalt des Testaments? Mit Verlaub, Sir, aber das war gar nicht zu vermeiden. Lady Everton, die Schwester seiner Lordschaft, machte, als sie davon erfuhr, ihrem Unmut sehr lautstark Luft. Sie scheinen sie nicht sehr gut leiden zu können, Wilkins. Wie soll ich es ausdrücken, Sir? Sehr anstrengend. Ist schon gut, Wilkins. Schließlich kann sich ja immer noch alles als großes Missverständnis herausstellen. Danke, Sir. Bitte, Sir. Wollt ihr mich verarschen? Da draußen hat sich Gottverdammt nochmal einer erhangen. Wie lange sind Sie schon auf Grace Castle, Miss Everton?
Meine Mutter und ich sind vorgestern Abend hier eingetroffen. Haben Sie schon gehört, dass Mr. Wellington tot in der Bibliothek aufgefunden worden ist? Ja, Wilkins erzählte mir davon. Ich traue mich schon gar nicht mehr aus meinem Zimmer. Was können Sie mir über die anderen Bewohner des Hauses und der Insel sagen? Eigentlich nicht viel, Mr. Ice. Ich kenne... Da fällt mir ein, ich muss meiner Mutter dringend ihre Kopfschmerztabletten bringen, wenn Sie mich entschuldigen würden. Bis später, Miss Everton. Auf Wiedersehen, Mr. Ice. Also liegt jetzt... Wellington? Da unten. Also hat sich erhangen, sozusagen. Stimmt das? Müsste ja. Da war ja eigentlich noch am Leben. Vorhin. Ich denke mal, das war Wellington. Naja. Mal sehen, ob die passt. Wir machen mal kurz einen Speicherstand. Nicht, dass es wieder abstürzt. Ein schön verzierter Standglobus. Standglobus? Ein Teleskop. Wunderbares Stück Handarbeit. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier ein Standglobus drin ist. Sonst wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wo ein Standglobus wäre. Der scheint zu passen. Die Tür ist jetzt offen. Cool. Und ein Standglobus. Eine ägyptische Statue. Das müsste der Totengott Anubis sein. Sieht wertvoll aus. Scheint ein edles Stück zu sein. Ah, nicht reden. Den kann man ja öffnen. Oho. In dem Globus sehe ich eine Kerze und so etwas Ähnliches wie ein Brillengestell. Dann leg halt mal die Linse ein. Die Linse passt genau in die Metallfassung.